Hallo, ich bin Schülerin an der Hamburger Heilpraktikerfachschule und möchte einmal erklären, warum ich das überhaupt tue. Ich möchte in erster Linie natürlich Heilpraktikerin werden, um Menschen zu heilen. Denn neben Ärzten und Psychotherapeuten ist es in Deutschland ja nur Heilpraktikern überhaupt erlaubt, Heilkunde auszuüben. Das ist also eine große Verantwortung und ein unglaublich spannender Beruf. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass Heilpraktiker eine reichere Lebenserfahrung meistens haben und deshalb genau dort Heilung bewirken können, wo Ärzte oft keine Lösung mehr sehen und im schlimmsten Falle den Patienten sogar aufgeben. Ja, Anna Cecilia Schof ist Heilpraktikerin und darüber hinaus die Gründerin der Hamburger Heilpraktikerfachschule. Die hat sich mir meiner angenommen und als ich in meiner größten Krise steckte, hat sie wirklich mir da rausgeholfen. Dafür musste ich allerdings eine 180-Grad-Drehung vornehmen, um meine ganzen psychosomatischen Krankheiten und meine Probleme zu bekämpfen. Und dadurch konnte ich wieder etwas fühlen und mein verborgenes Potenzial zutage fördern, meine ganze Kraft überhaupt wiederfinden. Und das hat mich so begeistert, dass ich selbst Heilpraktiker werden und Menschen helfen will. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich meine Ausbildung genau hier gestartet habe und nicht an einer anderen Schule. Nämlich die Spezialisierung auf das Thema Psychosomatik. Das hat mich wirklich magisch angezogen und deshalb kam ich auch überhaupt zu Frau Schof damals. Und aus diesem Grund habe ich auch zuerst die Astrologie- und Psychologiekurse hier an der Schule besucht, weil ich es einfach unglaublich faszinierend fand und immer noch finde, wie unterschiedlich die Menschen in ihren Anlagen sind und wie man ihnen deshalb helfen kann. Denn was beim einen funktioniert, bringt beim nächsten oftmals gar nichts. Das scheint wirklich unlösbar zu sein, ein Rätsel, auf das die Schulmedizin keine Antwort hat, außer dass es an den Genen liegen soll. Nun ist es so, dass die Astrologie genau dieses große Rätsel beantwortet. Denn ein Beispiel, ein Mensch mit Sternzeichen Steinbock wird aufblühen, wenn er lernt, aufrecht zu gehen und den Menschen mit erhobenem Haupt zu sagen, was er wirklich denkt. Ein Mensch mit Sternzeichen Krebs wiederum ist komplett anders. Er wird Zufriedenheit und Selbstliebe erlangen, wenn er seine Weichheit zulässt und auch mal 5 gerade sein lässt. Und es ist logisch, so grundverschiedenen Menschen kann man nicht mit ärztlichem Schablonendenken helfen, wenn es um ihre psychosomatisch bedingten Leiden geht. Dazu gehören beispielsweise die ganzen Autoimmunerkrankungen, für die es bislang ja keine konkreten Ursachen zu geben scheint. Natürlich gibt es Ursachen, doch diese liegen selten in den Genen oder Umweltgiften. Viel öfter ist es der seelische Schmerz, der so lange andauert, über Jahre und Jahrzehnte, bis er dann irgendwann körperlich wird. Ich mache an der Schule der Hamburger Heilpraktikerfachschule nicht nur die Psychologie- und Astrologieausbildung, sondern ich mache die Ausbildung HP ganz, beziehungsweise Heilpraktiker ganzheitlich. Und ja, der ganzheitliche Heilpraktiker vermittelt neben Psychosomatik auch medizinisches Fachwissen und bietet mir die Möglichkeit, die Heilpraktikerprüfung zu machen. Denn ganz ehrlich, nur Berater zu sein, ist mir zu wenig. Ich möchte später stolz den Titel Heilpraktiker tragen dürfen und auf allen Ebenen heilen können. Ich habe noch mir ein Beispiel überlegt, um das Ganze ein bisschen bildlicher zu machen. Also, mein Patient hat zum Beispiel Asthma. Blöde Krankheit. Und was mache ich jetzt, um ihm helfen zu können? Also, ich sollte natürlich schon wissen, was die Krankheit Asthma eigentlich ist und welche Varianten es gibt. Wie funktioniert die Lunge? Was hat das Herz-Kreislauf-System damit zu tun? Wo kann Stress hier zum Beispiel zu Atemnot führen? Spannend wird das aber erst in Kombination mit dem psychosomatischen Part von Psychologie und Astrologie. Die Frage ist dann, unterdrückt der Patient seine Gefühle, die er eigentlich rausschreien möchte? Oft sind Asthma-Patienten Menschen, die eigentlich sehr intensive, sehr starke und ausdrucksstarke Gefühle haben und diese unterdrücken, aus welchem Grund auch immer. Und das kann man halt rausfinden, indem man im Horoskop einmal schaut, wo der Mond steht. Zusammenfassend möchte ich meinen künftigen Patienten eine ganzheitliche Gesundheits- und Lebensberatung bieten, damit sie endlich die Kraft finden, ihr Leben umzukrempeln und es so zu gestalten, dass Stress und Depressionen von ihren Schultern fallen und ihre körperlichen Leiden schwinden. So wie ich es selbst erfahren habe.